Auf dieser Fläche soll er entstehen, der Mischwald der Zukunft im Bad Wildungen. In der Nähe der Stahlquelle ist diese Brachfläche und wird bepflanzt mit verschiedenen klimaresistenten Bäumen. Wir machen das in vielerlei Hinsicht, dass wir entsprechende Einrichtungen unterstützen, gewissermaßen Geld dahin zurückgeben, wo wir es hergeholt haben. Und so eben auch bei dieser Geschichte, weil wir einfach glauben, das Thema Wald, das beschäftigt die Menschen schon massiv. Das hat man sich ja nicht vorstellen können, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und deshalb sind wir eigentlich flächendeckend angetreten und machen da unterstützen da entsprechende Aktionen. Vorgestern waren wir in Lichtenfels, da ist so eine tolle Bürgerwaldinitiative entstanden. Da haben über 600 Leute aus dem Ort mitgewirkt und richtig gut. Ich habe das Beispiel mit der Domanialverwaltung vor einigen Monaten beschrieben und hier genauso. Und ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben uns vorgenommen, dass wir für alle unsere Mitglieder, wir sind eine Genossenschaft und wir sind von aktuell 17.500 Mitgliedern getragen gewissermaßen. Jedes Jahr kommen aktuell 1.000 dazu und für jeden wollen wir einen Baum pflanzen. Und insofern sind wir noch nicht am Ende. Ja. Das ist natürlich eine super Aktion. Die Waldecker Bank ist ja eh seit Jahren dafür bekannt, die unterschiedlichsten Aktionen finanziell zu unterstützen. Aber dass jetzt natürlich dem Wald auch eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt wird, das begrüßen wir und sind auch sehr dankbar als Stadt Bad Wildungen. Also das sage ich nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als einfach Einwohner dieser Stadt, weil so alleine kann das eine Kommune gar nicht stellen. Nee, so. Herr Franke hat es eben erzählt, wie es ist mit dem Förderprogramm, da muss man sehr vorsichtig sein. Deswegen kann ich nur Danke sagen, dass es auch sagen, die Bank ist auch der Wald was wert. Das ist unser Sparbuch. Gut, da gibt es jetzt andere Zinsen, aber wenn es der Stadt gut geht, geht es der Bank auch gut. Und die Kooperation besteht seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und wie gesagt, das ist ein super Signal. Danke. Gut. Schneit's ja eh. Ja, alles gut. Im Namen der Stadt Bad Wildungen bedanke ich mich natürlich ganz recht herzlich bei der Waldecker Bank. Super tolle Aktion, das richtige Signal in dieser Zeit, dass wir unser Bewusstsein auf unsere Umwelt richten müssen. Und wenn dann noch eine Institution da ist, die auch ihr erwirtschaftetes Geld dann auch an die Gesellschaft wieder zurückgibt, ist, wie gesagt, als Bürgermeister bin ich sehr froh über diese Aktion und wie gesagt, sehr, sehr, sehr dankbar für die nachfolgenden Generationen. Danke. Ja, auch von unserer Seite, der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sofort sehr schnell jemand gefunden hat, der bereit war, Geld zu investieren, in die Wiederbewaldung zu investieren, dass wir die Gelegenheit hatten, hier auf dieser Fläche im Stadtwald Bad Wildungen auf ca. 6 Hektar wieder Wald zu begründen. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir freuen uns, dass diese Aktion so gut ankommt und das macht uns förmlich Mut, auch so weiterzumachen. Ich glaube, es gibt da durchaus die eine oder andere Initiative noch, die wir in unserer Region unterstützen könnten.